Der Cyborg, für mich persönlich, da gibt es auch ganz unterschiedliche Definitionen. Für mich persönlich ist es ein Mischwesen von Mensch und Maschine, mal ganz grundsätzlich. Mit der Einschränkung würde ich machen, dass hier das Mischwesen eben seine Fähigkeiten entweder physisch oder mental erweitert. Ja? Also erweitert von einem Normalmaß, das wir uns als Gesellschaft eben gesetzt haben, mit unseren organischen Rezeptoren, darüber hinaus eben mit der Technik. Für mich persönlich ist es auch gar nicht wichtig, dass diese Technik im Menschen implantiert ist, sondern die kann auch durch intensiven Gebrauch von externen Devices wie zum Beispiel Smartphones passieren. Das Gemeine ist ja, dass Siri das auch aushebelt. Ne? Wenn ich also Siri zu sehr als Mensch behandle, dann sagt sie mir, dass sie keiner ist. Natürlich ist diese technische Variante der Sprachproduktion, das wäre selbstverständlich total faszinierend. Also, dass ich Maschinen zum Sprechen oder dass Maschinen wirklich menschlich sprechen können. Und auf der anderen Seite, wenn Siri das nicht machen würde, wenn Siri mir nicht sagen würde, ich kann dich nicht heiraten, das steht nicht in meinem Vertrag, dann gibt es da einen ganz wesentlichen Unterschied, weil Siri ist in einem mobilen Endgerät, was ich benutze, damit es für mich irgendwelche Dienste erfüllt. Ja, sei es jetzt, ich telefoniere damit, ich checke meine E-Mails, ich gehe damit online und alles Mögliche. Das machen ja diese Automatenpuppen nicht. Das sind ja wirklich reine Kunstfiguren, die machen Musik, also die dienen dem Vergnügen und nicht irgendwie, das sind keine technischen Sklaven in dem Sinne. Ich habe mal gelesen oder gelernt, dass es eigentlich zwei Arten gibt von künstlicher Intelligenz oder Herangehensweise der künstlichen Intelligenz. Das eine ist die starke und das andere die schwache KI. Die schwache KI wird sozusagen so beschrieben, die ist dazu da, einfache Probleme zu lösen. Und zwar mathematischer Art. Also es sind so diese klassischen trivialen Maschinen, so wie der Roboterarm in einer Autofabrik, der sozusagen programmiert wird, Dinge zu tun, die mir irgendwie ein Problem lösen. Vielleicht aber noch eine Stufe hinaus, weil intelligent ist es ja nicht, wenn ich einfach vorweg programmiere, was er zu tun hat, sondern er muss ja intuitiv reagieren. Aber das ist sozusagen die philosophische Ebene, wäre sozusagen der Zweck dieses Ganzen, ist es, Probleme zu lösen. Und die starke KI, da sagt man eben, da ist es der Zweck, einen neuen Menschen zu schaffen, den Transhumanismus zu begründen, über den Menschen hinauszuwachsen, ein neues künstliches Bewusstsein zu entwickeln und zu erzeugen. Also das sind so diese zwei wichtigen Spielarten, die man da, glaube ich, unterscheiden muss. Jetzt was den Sandmann angeht, zum Beispiel, oder ähnliche Mensch-Maschine, Kreaturen, Geschöpfe, da wäre die Frage, wie das denn im Akustischen sich darstellt. Ich habe da ein Beispiel vor Ohren, das am nächsten da vielleicht rankäme. Und das wären, wenn man so will, künstliche Komponisten. Also Komponisten, die es nicht gibt und die aber so real und authentisch und glaubwürdig erscheinen als komponierende Persönlichkeiten, dass man fast annehmen möchte, es gäbe sie wirklich. Und es gibt einen Komponisten, einen Programmierer, muss man in dem Fall eher sagen, David Cope aus Kalifornien, der unter dem Titel Experiments in Musical Intelligence einige Komponisten programmiert hat, wenn man so will. Er hat unter anderem eine Komponistin erfunden namens Emily Howell, und hat deren Kompositionen maschinell erzeugt. Und er hat ihre Art zu komponieren eben aus verschiedenen Bestandteilen, die zeitgenössisches Komponieren prägen, entwickelt
Und ja, und lässt dann letztlich Maschinen diese Kompositionen der Emily Howell komponieren. Und was er davor gemacht hat, und das zeigt schon ein bisschen, woher das kommt, ist, dass er versucht hat, die Merkmale von bestehenden Komponisten, also von bekannten Komponisten bis hin zu Vivaldi, Bach, Beethoven, Rimsky-Korsakow und alle möglichen Komponisten, Albinoni, deren Merkmale herauszufinden, sie als programmierbare zu beschreiben und dann eine Software zu entwickeln, und das ist das Großartige, die automatisch neue Komponisten dieser neue Kompositionen dieser Komponisten produziert. So dass es zum Beispiel brandneue Kompositionen von Johann Sebastian Bach gab, die er eben entwickelt hat. Das zeigt so ein bisschen, dass das Entwickeln einer neuen Mensch-Maschine-Komponistin zum Beispiel, die es als menschliche gar nicht gibt, sondern nur als Software, als Maschine also, dass das sich immer auch darauf bezieht, was für andere menschliche Handlungen es denn schon gibt in dem Feld. Also in dem Fall im Feld des Komponierens, des musikalischen Handelns. Und so hat zum Beispiel David Cope seine Art der Komponistenmaschine, wenn du so willst, entwickelt.